Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt zurück zum Güllelager, ne? Und zwar ganz vorsichtig, ist ja weiß, ne? Wir haben Schnee. Müssen wir eine Fräse kaufen jetzt nachher. Und machen wir den Kurs zu Ende, ne? Muss ich mal schauen, wie ich am besten abschließen tue. Er muss ja ja, hier ist der Plattenweg, ne? Hat der Plattenweg zu sehen, okay. Teilweise. Ja, die Felder sind weiß. So. Muss ich mal gucken, wie wir am besten fahren. Müssten wir rausholen die Sache und das ist zu eng. Das ist sehr eng, weil der nämlich da der Zaun ist. Ja, so. Und weiß ich nicht genau, ob das jetzt nachher. Oha! Verschwindet ja schon bald bis zum Knie. Wir müssen die Silage weitermachen, dass die Silage weggeht. So, sonst wird das alles nachher irgendwann näher weniger oder so. Sind nicht voll. Sollte ich jetzt keine Silage mehr kommt hier. Wir müssen ein bisschen jetzt transportiert der Schnee, der Trottel. Ach nee. Das ist nicht gut. Jetzt haut er hier Schnee weg, du, das gibt's gar nicht. So, jetzt können wir wieder auf normale Geschwindigkeit gehen, ne? Auf 5. Ja. Ein Förderband ist Schnee, das ist gut. Motor starten, ne? Wenn wir jetzt Glück haben, wird er die Schnee entfernen. Und Pech haben, müssen wir einfach Schnee abkippen. Mal kurz gucken. Ja, das wollte ich ja nicht drücken. Ich wollte hier F1 Förderband abschalten. Nun das an. Hier hatte Schnee drauf, das ist natürlich jetzt ungünstig, weil. Das wollen wir ja gar nicht haben, ne? Weil er lädt ja nicht ab, ne? Beziehungsweise, wenn er abladen soll, muss er einen Behälter haben, wo es reingehen soll. Das Anhänger ist voll die Lage. Oder beziehungsweise nicht ganz voll, aber gut, wir fahren das mal weg. Was halt geht, ne? Mal ein bisschen. Mann, draußen ist kalt, du. Ja, so ist der Winter normalerweise richtig. Ein bisschen Schnee, ein bisschen Frost. Was wir zur Zeit haben, ist ja kein Winter in dem Sinne, ne? Ist ja so. Ja, gut. Sag mal das Positive. Ich muss weniger heizen. Und daher ist das hier. Man muss Wetter mal das positiv absehen, ne? Also ab. Ja, genau. Und nicht negativ denken, das bringt ja auch nichts.
So. Aber bald kommt. Oh, die Kühe müssen wir machen, ne? Die Kühe müssen ja aber Futter haben. Das machen wir mal gleich. Wir werden mal sehen, dass wir jetzt den abgekippt kriegen. Und dann das Förderband, das Schnee entfernt bekommen, ne? Aber Plan drauf, ne, geht nicht. Aber das ist 2% Schnee, also ist originell, ne? Und da fehlt ja was. Aber wir haben ja sowieso Schnee auf dem Förderband, da müssen wir so sehen, dass wir erstmal das Schnee wegkriegen, ne? Schnee wird nicht mehr, also das ist wie Wachstumsstufen so ähnlich. Wird ja im Frühjahr ein bisschen hinausgezögert, die Ernte, ne? Fahren wir mal vorwärts rauf, hin oder so, ja, vorwärts. Ja, wir machen mal vorwärts. Das habe ich so nicht geahnt, du. Ah, jetzt geht er. Müsste eigentlich anhalten normalerweise. Weil. Jetzt. Oh. Jetzt macht er auch Schnee. Gut, dann ist okay. Ich wollte schon sagen, jetzt geht keine Lage mehr rein, weil Schnee drin war. Umgekehrt geht's nicht, also gut. Werden wir mal laufen, jetzt kommt man an die Kühe. Das heißt, zuerst mal zum Stall. Dann werden wir mal gleich. Hier innen drinne ist kein Schnee, das ist ein gutes Zeichen. Sonst hätten wir ein Problem. Beziehungsweise, ja. Dann wäre es buggy. Aber ist schneefrei. Das kann man erst sagen, wenn es soweit ist, ne? Wenn man jetzt das hätte. Ja, gut. Und da ist eine Schneespur von Traktor oder LKW. Jo, Mischfutter für die Kühe und für um den Bullen her. Die Hallen ist auch trocken, das passt. Der ist voll, das ist super. Den werden wir nicht ganz voll machen, weil wir den Rest nicht aufladen wollen. Was da rumliegt an Silage. Jetzt soll ja sauber gemacht werden. Ja, Schnee in Thüringen, ne? Also war viel lange, sagt das Wetter auch voraus. Wolltest du so gucken wie eine Kühe? Ja, gut. Wetter. So. Schnee, Schnee, Schnee. Dann Regen, Schnee, Schnee, oh je. Das wird ein minus 5. Oh. Und dann wird es wärmer. Da werden wir schön lange mit der Ernte warten können, ohne wieder Aussaat. Aber wir haben ja schon die Ausweichmöglichkeit mit Holz. Alles wird gut. Vorne mal die Silage auf.
was hier als Mist deklariert wird. Müssen wir ranholen. Putzen, ne? Ja, waren voll und voll, ne? Dann geht nichts mehr. Da rechts ist mir viel da. Aber also kein Problem, ich kipp mal ein bisschen was ab und dann fahren wir rückwärts. So, Abladseite war links, dann machen wir rechts. War das hier U? War der Trigger nämlich rechts? Bei I war es gewesen. Ein bisschen was abladen. Und dann holen wir den Rest von der Silage. Das soll nämlich schön aufgeräumt werden. Ja, wenn Mist ist, werden die Tiere krank irgendwann. Das wollen wir ja nicht, ne? Wie ein Staubsauger. Ja genau, Weiter, weiter, Kuh. Ich höre dich zu. Ja, vor da kommt er schon mal. Ja. So, einmal noch fahren, dann können wir gleich hier weiterfahren, ne? Ist ja an sich egal. Wahnsinn, was hier an Schnee liegt, hier weiß. Wird da kein Sturm mehr, sondern Verwehrung geben würde hier. Start! Man kann er voll werden, nicht mal. Also unsere Kühe sind verfressen, sei euch wie ist. Oder liegt am Futter, am Wetter, da so kalt ist, dass die entsprechende Futter brauchen. Das kann natürlich auch sein, ne? Grunde ist die Futternation ein bisschen weit weg vom Stall, also vom nicht allzu weit fahren, das ist nicht so günstig. Ups. Der hat keine Kollision. Aber er hat die Kurve nicht gekriegt, also war ich schon ein Wunder. So langsam aber sicher fahren wir in die Spur rein, ne? Oder? War ja auch nicht so extrem. So, dann mal kurz umstellen auf links. Ein Wunder ist geschehen und das füllt sich da vorne das Band. Das Futter. Futterende. Ja, das ist voll. So, mal ganz kurz schauen. Rechts. Ob hier was kommt. Jetzt mal, ne? Könnte ja sein, ne? Mal zufälligerweise. Die werden wir mal ein Tor aufmachen müssen. Ja,
Fernsteuerung, da Schalter irgendwie. Jetzt schauen wir mal rein, dass wir da rückwärts reingefahren kommen und dann. Hier will ein bisschen mehr fahren, hier ein bisschen mehr Tiere drin. Mann, heute steht mal keine Kuh im Weg hier. Wenn wir schauen, links. Und in der Sprache ist, dann kam die erste. Und die zweite. Dritte. Vierte. Oh ja, die wollen wir oben rüber. So, lass mich durch hier. Da ist nichts weg. Und hier ist was weg. Frag mich, was leichter ist und schwieriger ist. Aber Mist kriegen wir hier keinen, ne? Ja, ist halt so, ne? So, liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Dann seid mal hier auch. Tschüss und winke, winke. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal kommentieren. Egal was, ne? Findet schon was. Ratschläge, Tipps zum Beispiel. Dann nochmal tschüss und ciao, ciao. Jo, es geht gleich weiter mit den Kühen, ne? Tschüss.